Und für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns hier einig, dass der Einsatz von Streumunition, der Einsatz von Antipersonenminen schreckliches Leiden hervorruft und deshalb geächtet werden muss. Es besteht auch ein Konsens darüber, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, den Kreis der Staaten, die die Oslo-Konvention über Streumunition ratifizieren, zu erweitern. Die Bundesregierung bringt sich hier sehr engagiert in diesen Oslo-Prozess ein. Deutschland wurde beispielsweise die besondere Aufgabe übertragen, der Koordinator für den Bereich Bestandszerstörung zu sein. Der Antrag, der nun die Idee formuliert, ein Investitionsverbot gesetzlich zu verankern, greift zunächst einmal die aktuelle Rechtslage auf, die hier mehrfach angesprochen worden ist. Wir haben im Kriegswaffenkontrollgesetz verboten, die Herstellung von Streumunition zu fördern. Das war die Gesetzesänderung, mit der die Konvention über Streumunition von Oslo in deutsches Recht umgesetzt worden ist. Und dieses Verbot der Förderung der Herstellung von Streumunition ist mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bei vorsätzlichen Verstößen bestraft. Es ist richtig, dass ein explizites Investitionsverbot fehlt, aber mit diesem Verbot der Förderung der Herstellung kann selbstverständlich auch eine direkte Unterstützung der Herstellung nach heutigem Recht bereits verboten sein. Nun gibt es in der Tat einige Länder, das haben Sie angesprochen, die hier Auslegungsschwierigkeiten sehen und versuchen, dieses gesetzliche Verbot zu präzisieren. Aber anders als Sie hier glauben machen wollen, gibt es kein Land, das eine schärfere gesetzliche Bestimmung verankert hätte, als wir sie im Kriegswaffenkontrollgesetz haben. Herr Kollege. Und dort, ich komme gleich noch, lassen Sie mich das bitte ausführen, ich komme gleich noch darauf. Und dort, wo man gesetzliche Regelungen versucht hat, stößt man auf Probleme der Umsetzung und der Abgrenzung. In Belgien beispielsweise wurde vor Inkrafttreten der Oslo-Konvention bereits ein Investitionsverbot erlassen. 2007 hat man ein Finanzierungsverbot beschlossen, das die Finanzierung von Unternehmen verbietet, die Antipersonenminen oder Streumunition herstellen, nutzen und damit handeln. Allerdings ist auch eine Klausel enthalten, nach der es nicht verboten ist, in anderen Bereichen des Unternehmens zu investieren. Und da stehen Sie schon vor der Frage der Abgrenzung, was denn nun erfasst ist von dem Investitionsverbot. Im Ergebnis ist das Gesetz noch nicht umgesetzt in Belgien, weil eine Verordnung dazu noch nicht erlassen ist. Ist jetzt der Moment? Auch Luxemburg. Ich würde es gerne im Zusammenhang darstellen wollen, Frau Präsidentin. Auch Luxemburg hat ein Finanzierungsverbot erlassen, das die wissentliche Finanzierung von Streumunition unter Strafe stellt. Wir wissen auch aus Luxemburg, dass dieses Land hier vor erheblichen Abgrenzungsproblemen steht und deshalb eine Überarbeitung des Gesetzes plant. Die Schweiz beabsichtigt, auch die direkte Finanzierung der Herstellung zu verbieten und zu verhindern, dass dieses Verbot umgangen wird. In Großbritannien hat man 2009 bereits erklärt, dass die Oslo-Konvention mit ihrem Unterstützungsverbot nur die direkte Finanzierung der Streumunitionsunternehmen umfasst. Und um die indirekte Finanzierung zu verhindern, hat Großbritannien einen Verhaltenskodex entwickelt, im Übrigen in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und mit Vertretern der Finanzindustrie. Die Frage also eines Investitionsverbots, die hier Gegenstand der Diskussion ist, über die auch der Unterausschuss Abrüstung diskutiert hat, ist ein Beleg dafür, dass wir uns um die Umsetzung dieser Oslo-Konvention ernsthaft Gedanken machen müssen. Und niemand aus meiner Fraktion möchte mit staatlichen Mitteln, insbesondere mit Fördergeldern, die Herstellung von geächteter Munition fördern. Aber wir müssen uns schon auch genau fragen, wie man solche Investitionen tatsächlich verifizierbar verhindern kann und inwieweit der Staat hier mit Regulierungen wirklich etwas erreichen kann. Gut gemeint ist eben noch nicht gut gemacht. Ich würde schon dazu raten, nicht zu unterschätzen, welche Möglichkeiten darin bestehen, öffentlichen Druck aufzubauen, Transparenz zu schaffen und auch Selbstverpflichtungen einzufordern.
Die Anbieter von Finanzanlagen müssen dazu angehalten werden, ethische Kriterien bei der Vermögensanlage zu berücksichtigen. Und es sind einige Institute von Commerzbank bis Allianz Global und Union Investment genannt worden, die solche Selbstverpflichtungen eingegangen sind. Diese Beispiele belegen, dass Marktmechanismen tatsächlich greifen, die in ihrer Wirkung einem Investitionsverbot gleichkommen und deshalb in die richtige Richtung weisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass wir uns in der Zielsetzung einig sind. Man kann über das Verfahren streiten, inwieweit man mit gesetzlichen Präzisierungen kommt. Man darf die Gefahren der Abgrenzungsschwierigkeiten und der Nachweisprobleme nicht unterschätzen. Aber wir sollten uns auch nicht auseinanderdividieren lassen in dem Konsens, dass wir Streumunition ächten müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass die Oslo-Konvention nicht unterlaufen wird. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen